Aggregatfunktionen haben wir ja gerade kennengelernt und Aggregatfunktionen dienen dazu, über mehrere Datensätze Werte zu berechnen. Das heißt, wir können beispielsweise den Durchschnitt berechnen über die Fläche aller Länder. Wir können den kleinsten oder den größten Wert raussuchen. Wir können etwas zählen und so weiter. In unserem Fall hier haben wir den Durchschnitt berechnet, durchschnittliche Fläche aller Länder. Und hier unten haben wir das Ergebnis. Jetzt könnten wir das ja vielleicht ein bisschen einschränken, indem wir sagen, wir wollen die durchschnittliche Fläche für alle Länder in Westeuropa haben. Also würden wir sagen, wäre Region gleich Western Europe. Fertig. Und wenn uns das jetzt für alle Länder interessiert oder für alle Regionen interessiert, dann wäre es natürlich erstens sinnvoll, die Region davor zu schreiben, damit wir es wissen. Aber wir müssten das jetzt wirklich für alle Regionen dieser Welt machen. Und das ist natürlich eine sehr aufwendige Sache. Abgesehen davon würde es ja erfordern, dass wir erstmal alle Regionen raussuchen und dann für jede dieser Regionen die durchschnittliche Fläche berechnen. Das ist zwar machbar, aber es gibt natürlich eine viel elegantere Lösung. Und das ist das sogenannte Gruppieren. Nämlich man fasst einfach verschiedene Datensätze zusammen. Man gruppiert sie. Und in diesem Fall gruppieren wir sie nach der Region. Das heißt, es werden alle Datensätze zusammengefasst, bei denen im Feld Region dasselbe steht. Also alle Datensätze, bei denen im Feld Westeuropa steht, werden zusammengefasst und davon wird dann der Durchschnitt berechnet. Und das passiert eben bei allen Regionen, für alle Werte, die ich dort bei Region habe. Also hier haben wir zum Beispiel alle Regionen dieser Welt und dort jeweils die durchschnittliche Fläche. Wir sehen auch hier, wenn wir zu Westeuropa gucken am Ende, das ist genau der Wert, den wir da vorher hatten, diese 123.000 Quadratmeter. Also was passiert hier? Mit Gruppei sage ich, fasse alle Datensätze zusammen, bei denen in Region dasselbe steht und gebe die dann aus. In dem Fall sage ich, gib bitte die Region aus und gib dann dazu die durchschnittliche Fläche aus. Wichtig, hier oben bei dem Select darf nur das Gruppierungsattribut stehen. Gruppierungsattribut ist das 10, hinter dem Gruppei steht. Und dort hinten dürfen Aggregatfunktionen stehen. Was anderes darf da oben nicht stehen. Wenn wir das einfach mal ausprobieren, wir sagen jetzt, wir wollen zum Beispiel noch den Country-Namen da stehen haben, dann ist das Ergebnis nicht unbedingt das, was wir erwarten. Zum Beispiel bei den baltischen Staaten steht dann eben Estland, aber wir wissen ja, es gibt auch noch Lettland und Litauen und die kommen dann irgendwo unter die Räder. Deswegen merken wir uns dann, hier oben darf nur die Region stehen, beziehungsweise hier oben darf nur das Gruppierungsattribut stehen und Aggregatfunktionen. Gucken wir uns das nochmal an hier. Gruppei dient also dazu, zusammenzufassen und zwar in dem Fall bitte zusammenfassen. Alle, die denselben Wert in Region haben, werden zusammengefasst im ersten Schritt. Und dann wird das entsprechend ausgegeben, jeweils die Region und hier in unserem Fall zum Beispiel der Durchschnitt. Und ganz wichtig noch einmal, bitte beachten, bei dem Select darf nur das Gruppierungsattribut stehen. Das ist das. Das Attribut also, nach dem gruppiert wird. Und die Aggregatfunktion. Was anderes hat in dem Fall bei dem Select nichts zu suchen.